Ja, grüß euch, Bitcoin-Preis. Ja, scheint doch, dass wir hier eine ja, nachhaltige Konsolidierung erleben. Mal eben kurz, der Preis halbiert vom Hoch hier von über 60.000 Dollar auf über, ja, auf knapp 30.000, 35.000 Dollar. Ja, war ja auch irgendwie zu erwarten, oder? Oder nicht? Oder, weil jetzt haben ja wirklich schon alle danach geschrien, dass das Ding ja in Kürze, ja, Juni, Juli spätestens auf 100.000 sowieso steigt und dann vielleicht noch darüber hinaus. Und immer wenn sozusagen jeder genau eine einzige Meinung ist im Mainstream und auf jedem YouTube-Kanal und überall das Gleiche, dann ist meistens genau das Gegenteil das, was eintrifft. Wäre halt was seltsam. Naja, also ich würde mal sagen, wir haben hier sogar noch Potenzial nach unten. Und das, was keiner erwarten würde von den ganzen Bitcoin-Jüngern, wird vielleicht eintreffen. Ja? Schauen wir mal, was die nächsten Wochen mit uns bringen. Mir ist das Ganze piepschnurz egal, weil ich habe so eine Art Sparplan über Coinbase mit einem Minimalsbetrag. Von daher ist es für mich reines Spielgeld, das ist für mich reines Casino. Und daher, von daher, ja. Wenn das Ding mal auf 1 Million Euro steigen sollte, dann freue ich mich, ja, weil dann löse ich das hoffentlich ein und tausche das Ganze in eine Villa um. Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Und die Sache ist halt auch die, ne? Da sagen ja auch einige, auch Bitcoin-Verfechter sagen ja auch, geben ja auch selber zu, dass wenn es eine Asset-Klasse gibt, die, sagen wir mal, im Jahr irgendwie 1000% Potenzial nach oben hat, dann würde ja kein Unternehmer mehr in sein eigenes Unternehmen investieren, sondern nur noch in diese eine Asset-Klasse, weil die wenigsten Unternehmer haben eine Rendite von 1000% oder sowas, ja, selbst bei 100%. Und von da, schon allein deswegen kann das in diesem Tempo nicht wirklich dauerhaft sein, ja. Und also mal angenommen, die ganze Welt wäre irgendwann mal davon überzeugt, dass Bitcoin auf 1 Million Dollar geht innerhalb der nächsten 5 Jahre, ja, dann würden alle da rein investieren und dann wäre das Ding ganz schnell auf 1 Million und dann aber auch ganz schnell wieder draußen, weil man muss ja auch eines berücksichtigen, niemand, ja, wirklich niemand hat irgendwas davon, irgendwo irgendwelche digitalen Währungen auf irgendeinem Server rumliegen zu haben. Ja? Das Einzigste, wonach wir wirklich streben, wir Menschen, ist Lifestyle, ja? Lebensqualität, ja? Wohlstand. Ja? Was ist Wohlstand? Ja, Lebensqualität. Ne? Ich kann jederzeit irgendwo hinreisen, ich kann meine Familie ernähren, ich kann ein größeres Haus leisten. Besseres Auto, all diese Dinge. Das ist das, was wir wirklich wollen. Ich bin frei, muss nicht irgendwie irgendwelchen Chefs irgendwas den Diener machen und so weiter. Ne? Also das letztendlich Bitcoin kaufen, des Bitcoins quasi so, weil ich daran glaube und das ist meine neue Religion. Das ist halt eine relativ große Minderheit. Und die Frage wird halt offen sein, wie beständig ist der ganze Rest, der immer mal wieder sprich die ganzen Retail, die institutionellen Anleger, die immer mal wieder auch in vermehrt natürlich, sonst wäre der Bitpreis nicht so hoch, in Bitcoin investieren. Und das wird das Ausschlaggebende sein. Denn wenn allein nur diese Hardcore-Liner, die Hardliner Bitcoin überzeugten, Bitcoin halten, dann wäre der Preis, wenn es nur auf diese Leute ankäme, wäre der Preis wahrscheinlich bei 5.000 oder noch weniger. Und also es wird auf die institutionellen Anleger drauf ankommen und die ganzen Retailer auch auf die, die werden immer wieder Impulse setzen, aber die sind eher so, dass sie eben so auf Rein- und Raus-Modus sind. Das einzigste wirklich entscheidende meiner Meinung nach sind institutionelle Anleger, die halt einfach in Milliardenbeträge da rein investieren
oder eben auch nicht. Ja. Und die ganzen Regulatorien werden wahrscheinlich noch verstärkter werden, als es eh schon sind, weil Bitcoin ist natürlich dann irgendwann mal auch eine Bedrohung und das auch noch, bleibt auch noch zu abwarten, was daraus sich dann letztendlich entwickelt. Also ich, wie gesagt, bin kein Bitcoin-Experte. Ich habe auch nicht vor, jemals einer zu werden. Aber es ist natürlich eine disruptive Technologie und ich bin natürlich Technologie-Fan. Davon lebe ich. Also nicht, dass ich alle Technologien verstehen würde, aber das ist halt mein Daily Business. Technologien zu verkaufen, IT und Software und so weiter und zu beraten. Also Digital Consultant, man könnte mich so bezeichnen. Oder Digital Sales Consultant. Und dann ist es halt einfach eines von vielen Dingen. Und es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viele Projekte. Also es gibt ja keinen Konzern, keine große Firma, die nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise in diese Technologie investiert ist. Ja. Und da wird auf jeden Fall noch viel, viel passieren. Und von daher, ich behalte meinen Sparplan bei. Und irgendwann mal habe ich dann da so einen dicken Bitcoin sitzen vielleicht, ja, der dann irgendwann mal 1 Million Euro wert ist oder zwei. Das bleibt abzuwarten. Aber dass wir hier so einen Rücksetzer sehen, anstelle von direkt auf die 100.000 rauf, wundert mich überhaupt nicht. Ja, null. Ganz und gar nicht. Weil das war ja einfach zu dem Zeitpunkt, wo wir um die 50.000, 60.000 Dollar waren und wirklich jeder schon rumgeschrien hat, naja, jetzt ist dann das nächste ist 100.000 ganz, ganz sicher und so weiter innerhalb von so und so viel Zeit. Ja, klar, wenn das so sicher ist, ne, warum investiert, also warum dann überhaupt noch was anderes machen, außer in Bitcoin investieren, wenn wir eh schon wissen, dass wir da weitere 50% Gewinn machen innerhalb von so und so vielen Monaten. Und das kann einfach meiner Meinung nach, also das passiert dann meistens genau das Gegenteil, so wie es eben auch passiert ist. Und ja, hinterher ist man immer schlauer, aber ich war auch vorher schon schlauer. Warum? Ja, der Beweis dafür ist, dass ich da eben nicht eingestiegen bin, ja? Dass ich da eben nicht mitgemacht habe. Ja? Als der Preis eben auf 50, 60.000 Dollar war, habe ich kein Bitcoin gekauft, in der Hoffnung, dass er jetzt auf 100.000 geht. Ja? Und das heißt, ich rede jetzt nicht hinterher, sondern ich habe schon zu diesem Zeitpunkt da nicht mitgemacht. Ja. Und das ist eben das Entscheidende. Und auch die Lektionen, die ich auch aus 2017 gelernt habe. Ja. Und da, wo ich ja zum ersten Mal mit dabei war bei dieser ganzen Chose. Also, mein Thema, meine Meinung zu Bitcoin. Ich bin auf Instagram eben gefragt worden, was ist deine Meinung zu Bitcoin? Da kriegt man ja auch immer wieder so komische, so dubiose irgendwelche Angebote und Zeug, also halte da mal die Finger weg. Also wenn überhaupt, dann würde ich nur in Bitcoin investieren, vielleicht noch Ethereum, aber das ist dann schon das Allermaximalste. Wenn du dann in andere Coins gehst, die zu einer höheren Wahrscheinlichkeit wie 50% dann wieder vom Erdboden irgendwann verschwunden sind, dann musst du wieder in das Thema Trading reingehen und das ist ja noch mehr Casino, ja. Dann geh lieber gleich ins Casino, da gibt es wenigstens hübsche Frauen, ja? Okay, also bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Tschüss.